von Tikmel. Heute ist der 2. Mai. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Mai-Feiertag und wir können jetzt zusammen auf ein paar interessante Handelsideen live aus den Märkten schauen. Zu Beginn starten wir erneut mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Heute geht es um den Neuseeland-Dollar Kan-Dollar. Es geht um den japanischen Aktienindex Nikkei und um das Währungspaar Euro-Türkische Lira. Das sind die Dinge, die ich für Sie vorbereitet habe, wo ich interessante Sachverhalte in den Charts gesehen habe, die einen Blick auf alle Fälle wert sind. Gestern in Deutschland Feiertag, in den USA waren die Märkte natürlich auch offen, an anderen Handelsplätzen dieser Welt auch. Aus diesem Grund gab es dann natürlich auch ein paar Kursbewegungen. Die Indizes in den USA, die ja häufig auch der Taktgeber sind, die haben ziemlich schwach in den Handelstag gestartet, dann allerdings gut nach oben gedreht. Der Ölpreis hat nachgegeben. Das sind mal so die kleinen Zusammenfassungen von gestern. Heute ist der Tag, an dem der Zinsentscheid der USA veröffentlicht wird. Da schauen die Teilnehmer mit Spannung drauf, weil durch die steigenden Kosten für die Rohstoffe, beispielsweise auch den Ölpreis, kann es sein, dass die Inflation deutlich schneller an Fahrt aufnimmt, als das geplant ist, was dann allerdings die Zinsentscheidung der Fed etwas beeinflussen könnte. Der Markt munkelt so ein bisschen, dass es eventuell nicht 3, sondern 4 Zinserhöhungen im laufenden Jahr gibt. Und das macht dann natürlich einiges an Einfluss auf die Aktienmärkte. Entsprechend auch auf. Aber schauen wir mal auf die Tagesnachrichten für heute, für den 2. Mai. Da gibt es ein bisschen was am Vormittag. Wir starten um kurz vor 10, 9.55 Uhr. Da gibt es in Deutschland den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe um 10.30 Uhr. Gibt es da den Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe in Großbritannien. Am Vormittag weiterhin gibt es da noch entsprechend hier ein paar Informationen zum Bruttoinlandsprodukt, was wir hier in der Eurozone haben. Es gibt was zur Arbeitslosenquote und dann gehen wir schon in den Nachmittag hinein. Um 14:45 deutscher Zeit gibt es in den USA den ATP-Beschäftigungshinweis, also wie die Beschäftigungen sich dort verändert haben. Um 16.30 Uhr gibt es dann die Rohöllagerbestände wie jede Woche Mittwoch und um 20 Uhr dann entsprechend der Zinsentscheid und die Pressekonferenz der Fed. Das sind die wichtigen Dinge und heute am Nachmittag dann um 17.30 Uhr spricht der Bundesbankpräsident Weidmann. Also auch da kann es die ein oder andere Bewegung geben. Der Euro ist ja einiges zurückgekommen zum Dollar hin. Mal sehen, was die Märkte aus den heutigen Nachrichten machen. Damit starten wir mit dem Blick in die Charts und Sie sehen, ich hatte hier als letztes in meiner heutigen Vorbereitung auch auf den WTI mal geschaut, was der Ölpreis macht und wir sehen weiterhin ein Verharren hier in diesem Level zwischen 67,30 und hier oben 69. In diesem Bereich läuft der Markt hier momentan hin und her, so ein bisschen Ping-Pong-Spiel. Wir sehen untergeordnet einen abwärtsgerichteten Markt, das ist auch das Bild, was wir hier in der Stunde sehen, das heißt, der Druck kommt momentan so ein bisschen von oben nach unten, aber wir haben hier diese Range, wo der Markt nicht richtig hin und her will. Wir werden sehen, wie der Markt heute auf den Ölreport am Nachmittag reagieren wird. Dann schauen wir einfach auf die Informationen, die ich vorbereitet habe. Wir starten mal mit dem Währungspaar Neuseeland-Dollar. Kan-Dollar hier wie immer der Blick in den Tageschart, um mal das große Bild entsprechend zu bestimmen. Was haben wir hier im Tageschart? Wir hatten den Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar schon mal vor einigen Tagen hier auf der Uhr. Da gab es nach dieser starken Abwärtsbewegung ein erstes Signal, dass der Markt eventuell hier zu einer kurzfristigen Erholungstendenz anspringen könnte. Wohlgemerkt, das ist hier ein starker Abwärtsdruck. Das heißt, alles, was jetzt in die Long-Richtung geht, ist erstmal eine Gegenbewegung. Das heißt, wir handeln hier in dem Moment gegen den Markt. Für das kurzfristige Trading allerdings vielleicht für den einen oder anderen interessant. Deswegen habe ich das mal auf die Uhr genommen. Wie schon gesagt, dieses Long-Signal hier wurde überhaupt nicht gespielt. Der Markt hat einfach kurz innegehalten, um dann weiter abzuverkaufen. Jetzt sind wir hier in einem tieferen Level auch angekommen, wo die Preise schon das ein oder andere Mal auch gedreht haben. Das heißt, hier ein Blick hinein in den Chart sagt uns, hier können jetzt wieder zwei Dinge geschehen, wie auch beim letzten Mal. Entweder
der Markt, ja, der findet hier etwas Stärke und geht nach oben. In diesem Falle hätten wir für ganz kurzfristige Trades hier mal das Anlauflevel des Hoch vom gestrigen Tag bei 0,90358. Und wenn es noch ein Stück weiter geht im kurzfristigen Bereich, dann ist das nächste Level hier die 0,90603 in diesem Bereich für das kurzfristige. Diese Dinge habe ich mir auch aus dem Stundenchart, dem Trendverlauf des Stundencharts herausgenommen. Sehen Sie sich hier diesen Trendverlauf entsprechend auch an, wie er gewesen ist. Da habe ich diese Marken auch hergenommen, wo der Markt als nächstes hinlaufen könnte. Das heißt hier, weil wir auch gegen den Markt gehen, ist hier die Idee auch nicht, die Ziele nach oben hin zu weit zu stecken, sondern erst mal schauen, ob hier überhaupt ein Anlauf kommt, weil gegen den Trend sollte das Ganze dann schon mit ordentlich Dynamik kommen. Gut, wenn das Ganze allerdings anders kommt und der Markt weiterhin ja vielleicht ein bisschen seitwärts tendelt und dann erneut weiterhin die Schwäche auch spielt, diesen starken Abwärtsdruck weiterhin vorherrschen lässt, dann ist es natürlich auch hochinteressant, dieses Level hier zu nutzen, um zu schauen, wo kann es denn weiter nach unten gehen. Da haben wir hier in diesem Bereich, Sie sehen das um die 0,894 in diesen Spitzen, die wir hier haben. Sie haben wir gesehen, dass der Markt hier immer mal wieder reingelaufen ist, dann wieder abgetreten, dann hat das gebrochen, dann ist aus diesem Widerstand hier eine Unterstützung geworden. Möglich, dass der Markt bis dorthin läuft und hier eine weitere Unterstützung findet. Ist das nicht so, ist der nächste Punkt im Bezug auf den vorgehenden Aufwärtstrend interessant. Das heißt, dieses Korrekturtief, was wir hier hatten, da bei 0,88693 hier in diesem Bereich, könnte auch eine weitere Unterstützung sein, wenn der Markt zur Schwäche erneut tendiert. Dies die Informationen für das Währungspaar Neuseeland-Dollar-Kanadier-Dollar. Und damit schalten wir um auf das nächste Währungspaar. Ich mache zuerst die Währungspaare fertig, und zwar ist das der Euro und die türkische Lira in Koppelung. Ein Währungspaar, was nicht ganz so oft auf den Tisch kommt, das wissen Sie, aber wir hatten es in letzter Zeit doch das ein oder andere Mal auch gehabt. Was ist hier so wirklich schön interessant, hier diesmal auf der Long-Seite zu spielen, heißt hier, wir haben einen übergeordneten Aufwärtstrend. Sie sehen es, ich habe hier mit den Fibonaccis etwas gespielt. Wir haben mal das Korrekturlevel, wo wir jetzt hier über die 80% weit, über die 80% an die 90% Tiefe reingelaufen sind. Und jetzt fängt der Markt hier so langsam an, nach oben zu tendieren. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass wir die Umkehr der Nachfrage in diesem Bereich auch liegen haben. Und das wird dann natürlich spannend, weil der Markt dann, wenn er wieder die Bewegung in die übergeordnete Trendrichtung findet, natürlich viel, sage ich mal, Fleisch am Knochen hat, was hier zu verdienen ist. Die nächsten Anlaufpunkte, Sie sehen, ich habe es mal in den Chart reingezeichnet, auf dem Weg nach oben, während dann die Marken um die 4,97885, dann hier oben dieser Bereich bei 5,02632 und dann hier oben 5,11704, bevor wir dann in diesen Bereich hier oben reinlaufen. Das ist interessant, wenn man sich das Ganze auch mal im Stundenchart anschaut, sehen Sie, dass wir hier die Trendverläufe auch haben, wo Sie sich noch andere Kursziele für die Long-Richtung auch raussuchen können, was hier interessanterweise auch durchaus möglich ist. Das heißt, das macht spannend, hier auch in den kleineren Zeiteinheiten zu traden. Da haben wir beispielsweise hier in diesem Bereich auf diesem Hoch, beziehungsweise dann hier, hier, hier und hier auch noch Kursziele, die dann teilweise relativ eng aneinander liegen, was dann auch für gute Kursdynamik, Bewegung sorgen kann nach oben hin. Das würde dann entsprechend hier das Spiel auf die steigenden Kurse natürlich stark untermauern. Nochmal kurz zurück in den Tageschart. Wenn der Markt hier an dieser Stelle doch noch nicht zur Stärke umkehrt und ein Umkehrmuster entsprechend bildet, hat der Trend hier nach unten, dieser Abwärtstrend, der untergeordnete Korrekturtrend dieser Aufwärtsbewegung ist, natürlich noch etwas Luft innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends zu korrigieren. Ich habe Ihnen das mal in den Chart eingezeichnet, diese Marke hier unten, das aktuelle Korrekturtief um die 0,43934, Entschuldigung, um die 4,83934, nicht die 0 vorneweg. Da haben wir hier das letzte Korrekturtief. Wenn das gebrochen wird, wäre es für diesen Aufwärtstrend nicht so schön. Bis hier runter kann der Markt noch korrigieren, wenn er das aktuelle Muster hier an dieser Stelle auch nicht bestätigen sollte. Also das mal zur Währungskopplung Euro-Türkische Lira. Und damit geht es gleich weiter auf einen Index, und zwar den japanischen Aktienindex, Kürzel JP225. Hier haben wir den Nikkei mal auf dem Schirm, und auch in diesem Index haben wir schon das ein oder andere Mal gesprochen, wie hier die Situation ist. Wir sind momentan in diesem Aufwärtstrend, den ich hier für Sie mal schwarz markiert habe.
in einen Bereich hineingelaufen, wo wir über dieses Korrekturhoch hier schon drüber gelaufen sind und der Markt stabilisiert sich jetzt hier oben so ein bisschen, läuft innerhalb dieses Levels noch so ein bisschen seitwärts. Das heißt, so richtig Schub nach oben will noch nicht aufkommen, aber wenn der Markt hier zur Stärke kommt, die positiven Markttendenzen sich weiter fortsetzen, dann ist es wahrscheinlich, dass der Markt sich weiter hochbewegelt. Nächste Levels, die wir hier haben, Sie sehen es selbst, das ist der Bereich zwischen 23.000 und 22.800. Hier haben wir ein Level und danach hier oben in diesem Bereich von 23.380 bis irgendwo auf das Top hier 23.560. Das sind mal die nächsten Anlaufbereiche, die wir hier mittelfristig auch sehen könnten. Im kurzfristigen Bereich, wie schon gesagt, wenn der Markt hier oben drüber läuft, dann kann man natürlich schön den Ausbruch hier haben. Diese Bewegung des letzten Trendarmes ist weit fortgeschritten. Der korrigiert momentan so ein bisschen über die Zeit. Es ist natürlich auch ohne weiteres möglich, dass der Markt hier nicht gleich durchstartet. Wenn wir ein bisschen mehr Durchhängephase haben, wie wir das teilweise auch an den amerikanischen Märkten sehen oder auch momentan in den europäischen Märkten, dass die Märkte so an bestimmten Linien nicht einfach so drüber hinauslaufen, dann kann es natürlich nochmal zu einem Rücksetzer kommen. Sie sehen es auch hier innerhalb des Trends, hat der Markt die Möglichkeit, ohne den Trend zu gefährden, bis hier runter auf die knapp 21.900 Punkte zu laufen. Also hier unten, was haben wir hier im Tief? 21.947. Das wäre das Tief, was nicht unterschritten werden sollte, weil das wäre dann nicht so schön für diesen Aufwärtstrend. Bis dahin könnte der Markt runterlaufen. Wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde auch anschauen, dann hat der Markt doch tatsächlich hier noch einige Levels als Unterstützung auf dem Weg dorthin. Das wären mal die Tiefs dieses entsprechenden Aufwärtstrends, den wir hier haben. Und diese wären zu finden hier um die 22.280 und um die 22.130 Punkte Marke hier im japanischen Aktienindex. Also Sie sehen, es ist hier auch ein interessanter Kursbereich. Wenn die Korrektur im Tag so richtig loslegt, kann es sein, dass sich hier dieser Trend nach unten bildet. Das heißt, hier würde dann der Bruch dieses Aufwärtstrends kommen, den wir hier oben nach oben hin sehen. Und das würde dann ein Zeichen für eine Korrektur sein, wo der Markt dann tiefer nach unten laufen kann und das Ganze nicht irgendwo über die Zeit seitlich hier in den Charts zu sehen ist. Das noch zum japanischen Markt, den wir hier an dieser Stelle auch haben. Und ich hatte ja vorhin schon mal etwas über das Währungspaar Euro-US-Dollar geschaut. Wir gucken hier einfach, weil wir noch ein kleines bisschen Zeit haben, mal auf diesen Markt. Und da sehen wir hier ein Markt, der doch deutlich nach unten gekommen ist. Wir hatten das ja die letzten Tage auch schon mal miteinander besprochen, was hier passiert ist. Heute wird natürlich der Euro auch unter großer Beobachtung darunter stehen, was der US-Markt hier macht, was die Zinsen machen, beziehungsweise nicht nur die Zinsen, sondern auch, was die Pressekonferenz der Federal Reserve entsprechend auch herausgibt und dann eine Reaktion hervorrufen. Wird man sehen, was kommt. Wir sehen auf alle Fälle einen stark abwärtsgerichteten Markt momentan auch hier. Wenn es weiter zur Schwäche kommt, ganz klar, dann haben wir wie beim letzten Mal auch den Bereich hier unten um die 1,19243 als Anlaufpunkt. Das ist einer der Korrekturtiefs hier in diesem letzten Aufwärtstrend, was wir hier gehabt haben. Sollte es zur Stärke kommen, dann haben wir hier oben hin auch ein bisschen Luft, wenn wir uns das Ganze mal im kürzeren Bereich anschauen. Schauen Sie, wenn wir hier oben drüber laufen, über die Marke von 1,20203, dann hat sich hier untergeordnet ein kleiner Aufwärtstrend gebildet, der dann doch ein wenig in die Korrektur hineinlaufen kann. Die Bewegung war ja auch sehr, sehr stark in diesem Bereich auch gewesen. Also da wird es fürs kurzfristige Trading auch interessant. Bleibt also einfach spannend zu sehen, was die Märkte hier machen. Wir bekommen ja auch einige interessante Statements wahrscheinlich von der Rede von Herrn Weidmann. Also schauen wir, was die Märkte machen. Und warten geduldig entsprechend auf unsere Setups. Mit diesen Worten möchte ich mich ganz gerne für den heutigen Handelstag von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen gute Trades. Freue mich sehr, dass Sie hier live zugeschaut haben. Die anderen, die das Ganze in der Nachschau auf Facebook in der Aufzeichnung sehen oder auch im YouTube-Kanal von Tickmill in der Aufzeichnung sehen. Ich hoffe, die Ideen gefallen Ihnen und Sie mögen den ein oder anderen Trade vielleicht auch direkt im Konto von Tickmill umsetzen. Würde mich freuen, wenn Sie erfolgreich traden und Sie morgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Mike Seidel.